Und hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. So, ich bin günstig an eine alte 1541 drangekommen. Hier ist sogar noch ein Schutz drin, sehe ich hier gerade. Original von Commodore, prima. Ja, das gute Schätzchen werde ich jetzt erstmal auseinanderschrauben, mir das Ganze von innen anschauen und dann wie gehabt alles schön sauber machen. Und dann einmal die Ströme überprüfen. Das wäre jetzt so mein Plan. Ja, Ziel ist es, das Ganze auf 240 Volt umzurüsten und dann dementsprechend am Commodore 64 anzuschließen. Ja, was haben wir hier für ein Modell? Made in West Germany, 220 Volt. Ja, altbekannt, On-Off-Schalter und dementsprechend zwei Anschlüsse und eine Sicherung. So, ich habe das Schätzchen jetzt aufgeschraubt. Jetzt mache ich mal den Deckel auf. Eine geheime Botschaft von einem Rentner, 11.08.89, VC2, VC4 etc. Ich weiß nicht, ob das Wartungstätigkeiten waren, die er wohl dann einmal scheinbar überprüft hat. Weil mit UC2 müsste, meine ich, einer der Chips hiermit gemeint sein. Man hier auch schon erkennt, ist die doch ein wenig staubig. Und das werde ich als erstes im Angriff nehmen. Ja, auch hierfür nehme ich wieder Isopropanolalkohol mit 99,9%. Ich würde sagen, ich fange mit den Reinigungstätigkeiten einfach mal an. Und dann schauen wir mal, so was passiert. So, jetzt habe ich nochmal Licht angemacht, damit man besser was erkennen kann. So, hier ist schon einiges an Staub runtergekommen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Oh, hier ist auch noch eine dicke Fluse. Schnell weg damit. So, hier sind 5 Schrauben drauf. Die muss ich erstmal lösen. Plus die beiden hier an der Seite. Und dann kann ich das höchstwahrscheinlich einmal abklappen. Aber vorher ziehe ich diesen Stecker hier raus. Ja, die Schrauben, die waren wirklich nur leicht handfest angezogen. Also für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr locker. Aber das kann ich ja gleich wieder korrigieren. So, genau an der Stelle kann man das hier umswitchen auf 240 Volt. Hier sieht man ja die Spule und er greift jetzt hier in der Mitte ab. Und dann muss der Stecker höchstwahrscheinlich hier hin. So, kleines Problem, das sieht jetzt hier anders aus als in der Dokumentation. Ich weiß, es gibt jetzt hier zwei Anschlussmöglichkeiten, einmal 220 Volt und einmal 240 Volt. Und die Frage ist jetzt natürlich nur, wie greife ich die ab? Ich denke mal, ich muss den hier umswitchen, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir da auch nicht, weil eigentlich fehlt noch ein Kabel. Gut, oder ist eine etwas andere Bauart? Also ich gehe davon mal aus, dass der hier hin muss. Vielleicht kann mir jemand mal was in die Kommentare schreiben, wie ich die Floppy jetzt umswitche auf 240 Volt. Ich muss mal hier von ein Foto machen, vielleicht steht hier etwas drauf geschrieben. So, ich gehe jetzt einmal, ich versuche erstmal ein paar Messungen durchzuführen. Und zwar genau an dieser Stelle hier. Die beiden werde ich durchmessen. Der eine ist für 5 Volt, der andere für 12 Volt. Wie rum, weiß ich nicht so genau. Der mit der niedrigsten Spannung, der wird wohl für 5 Volt sein. Und der mit der höheren Spannung, denke ich mal, für 12 Volt. Und ich gucke einfach mal, was ich da für Werte haben werde. Also ich gehe mal davon aus, dass ich bedeutend höhere Werte erhalten werde als 5 Volt. Ich fange einfach mal an. So, ich wundere mich gerade, warum ich keine Werte bekomme. Ich sollte das Ding natürlich auch anmachen. Sie läuft schon mal an. Das ist doch schon gar nicht mal so schlecht. Dann wollen wir mal messen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt. Ich hatte einmal 12,6 und einmal über 20. Das ist natürlich bedeutend zu viel. Das heißt, ich mache das Ding erstmal wieder aus. So, dann messe ich mal eben den Widerstand.
ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier lesen konnte. Auf jeden Fall, der Widerstand besteht jetzt hier ungefähr 43 Ohm. Wenn ich den jetzt hier umswitchen würde, dann käme ich auf 46 Ohm. Ich gehe davon mal aus, dass der Anschluss hier dran muss. Und dann ist alles in Ordnung. Aber bevor ich das mache, mache ich noch einmal kurz schlau. Nicht, dass ich da irgendwie etwas falsch mache. So, der große Augenblick ist gekommen. Die 1541 ist angeschlossen. Und wie ich sehe, die LED scheint schon mal nicht zu funktionieren. Gut, kleiner Schönheitsfehler. Ja, ich starte mal sofort mit einer Demo-Diskette. Einer originalen. Ja, sieht ja eigentlich noch ganz gut aus. Führe die ganz langsam hinein. Schließe die Klappe, das geht schon mal, und gebe ein Load Directory, 8. Ah ja, die Leuchte funktioniert schon mal, die LED. Directory wurde geladen und ich kann jetzt seit über 30 Jahren zum ersten Mal mal wieder von den originalen Floppy laden. Ist ein großer Augenblick. Ah, ist das schön. Ist das schön. Ich lade einfach mal das erste, was jetzt hier so am Start ist. Keine Ahnung, was das ist. Das ist ziemlich leise eigentlich. Ich gebe ein List. Und es wurde ein Basic-Programm geladen. Ah, das kenne ich mit dem Frosch. Das kenne ich doch von damals. Back to Nature. Ich sage einfach mal No. $3. Keine Ahnung, jetzt. Level 0 natürlich. Oder am besten minus 10. Okay, und jetzt kann man hier irgendwie den Kollegen hier steuern. So viel zu der 1541, ich nenne sie mal A, also der ersten Generation. Und jetzt geht es weiter mit der 1541 C. So, was mag da wohl drin sein? Was kann da wohl drin sein? Ich habe gehört, man muss ja immer ein Unboxing-Video mit einem Messer drehen. Das ist wohl Pflicht. Das habe ich jetzt hiermit dann auch getan. Oh, schönes Gerät. Ja, herrlich. Die eBay-Fotos haben nicht gelügt. Sie ist wirklich ein wunderschönes Exemplar von Floppy hier. Die soll sogar funktionieren. Und sogar mit einer Schutzpappe drauf. Mit einer geheimen Botschaft. CBM-DOS. V26-TDIST 0,0. Gut, diese geheime Botschaft werde ich natürlich in Ehren halten. Ja, schauen wir uns mal das Exemplar an. Wenn das mal nicht top ist, dann weiß ich nicht, was top ist. Selbst wenn das Gerät nicht funktionieren sollte. Das Gehäuse kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Auch von unten alles in Ordnung. Nur mit 4 Gummipuffern hier drauf oder Füßchen. Wow, und hier innen drin, was ich sehen kann, sieht auch alles top aus. Ja, was haben wir hier? 220 Volt. Gut, das heißt, hier muss ich auf jeden Fall auch umswitchen. Sicherung an- und Ausschalter, Netzstecker und die beiden seriellen Schnittstellen. Ja, so wie sich das gehört. Bin ja immer neugierig. Und was macht man, wenn man neugierig ist? Dann schraubt man erstmal die Floppy auf. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Hier wäre die Schraube Nummer 2 drin. Und hier ist sogar noch der Originalaufkleber, das Originalsiegel drauf. Das ist ein Zeichen, dass sie höchstwahrscheinlich noch nicht geöffnet wurde. Ist jetzt so ein bisschen skeptisch. Das kann ein gutes Zeichen sein, das kann auch ein schlechtes Zeichen sein. Weil wenn nach 40 Jahren dann nicht irgendwie mal ein bisschen gereinigt wurde, ist das natürlich auch so eine Sache. Aber andererseits ist sie jetzt auch nicht vermurkst. Hat natürlich alles ein bisschen Vor- und Nachteile. Ich werde sie auf jeden Fall jetzt öffnen. Auch wenn das jetzt ein bisschen weh tut. Ja, ist jetzt halt so. Ja, was Mut, ne? Auch wenn die Floppy jetzt 500 Euro weniger wert ist, das ist mir egal. So, und das wäre jetzt Schraube Nummer 4. Ja, hier ist noch eine ganz kleine Macke drin. Aber es hat
Das habe ich auf eBay schon gesehen. Aber das ist ein Peanut. Hier ist ein kleiner Fleck drauf. Hier ist ein bisschen Schmutz drauf. Alles Pillepalle. Das Wichtige ist, dass hier innen drin alles in Ordnung ist. Diesmal habe ich keine geheime Botschaft. Ja, das wäre das Innenleben. Eigentlich müsste das so ziemlich baugleich sein mit der etwas älteren Floppy. Vielleicht steht hier sogar ein Jahr drauf. Also hier steht 1984. Ja gut, dann ist das doch ein etwas älteres Schätzchen. Okay, im Vergleich zu anderen Floppy sind die Schrauben jetzt wesentlich strammer. Die Schraube zumindest ist verdammt stramm hier drin. Im Vergleich zu anderen würde ich jetzt sagen, vielleicht sogar eher viel zu stramm. Also wenn die Floppy wirklich von 1984 ist, dann ist die ja super erhalten. Also die ist wirklich, ich würde es mal so behaupten, wie neu. Das müsste jetzt meine fünfte Floppy sein. Aber so gut erhalten war bis jetzt noch keine. Also im Normalfall würde ich jetzt hier mit den Reinigungsalkohol drüber gehen. Aber eigentlich ist da überhaupt kein Bedarf. Da geht es noch mit dem Pinsel drüber. Kann man machen. Muss man aber nicht. Damit ich den Stecker hier gleich nicht verkehrt rum wieder dran mache, verewige ich den auch mal eben auf meinem Smartphone. Jetzt vorsichtig. Ja, das ging eigentlich sehr gut ab. Und jetzt kann ich das gute Schätzchen theoretisch so umklappen. Ja. Ja, auch von unten würde ich auch sagen, alles tipptopp. Und hier die Bauteile, die sehen auch alle sehr, sehr gut aus. Bin ich mal gespannt. Ah ja, hier habe ich schon mal eine ganz andere Bauart als bei der anderen Floppy. Da hatte ich nämlich hier drei Anschlüsse und jetzt habe ich hier nur zwei. Irgendwo ist ein Blindstecker. Genau, den Blindstecker, den muss ich, glaube ich, anschließen. Und diesen Blindstecker hatte die andere Floppy gar nicht. Da muss ich mir trotzdem mal schlau machen, wie ich den jetzt hier anschließe. Auf jeden Fall kann man dann hier drüber, kann man die Floppy dann umstellen auf 240 Volt. Mal ganz kurz gucken, wie das hier aussieht. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit Reinigungsmittel drüber. Und das Fließteil, oh, das Fließteil ist auch wie neu. Weil wenn das nämlich abgenudelt ist, das ist gar nicht so einfach, daran zu kommen an so einem neuen Fließstück. Diese Platine sieht auch gut aus. Ja, hier drüber kann man ja die Geschwindigkeit einstellen. Ja, das muss ich aber alles noch überprüfen. Und die eigentliche Mechanik hier, ach, herrlich. Das fühlt sich alles richtig, richtig gut an. Hier, das ist auch oft ein bisschen ausgenudelt. Da ist auch alles in Ordnung. Mechanik ist auf jeden Fall schon mal in Ordnung. Ach komm, ein bisschen Reinigungsalkohol nehme ich. Dieses Isopropanol mit 99,9%. Da ist auch noch jede Menge drin. Wenigstens einmal über den Kopf gehen, so ganz grob über die Platine. Und dann sollte das schon passen. Die drei Staubkrümel, die sind jetzt weg. Und ja, also laut dem Vorbesitzer läuft hier noch einwandfrei. Eigentlich könnte ich die direkt anschließen. Ich vergleiche die Fotos nochmal von den anderen Floppies. Aber hier sind, meine ich, mehr Moschips drauf. Das war bei den anderen gar nicht so viele. Und hier ist Sanyo drauf. Mitsubishi. Moss. Das Zeichen weiß ich gar nicht. Das sieht aber ja nach Mitsubishi aus. Oder Mitsumi. So, und damit wäre auch meine Floppy-Sammlung komplett. Ich habe die alte 1541 in Braun, die gleiche nochmal in Beige und so gefällt die mir eigentlich am besten. Ja, ich werde gleich einen Test machen mit einer Demo-Diskette, ob sie wirklich funktioniert. Ich würde die jetzt nicht stundenlang jetzt am Strom lassen, weil ich habe die noch nicht umgeswitcht auf 240 Volt, aber für den ersten Test sollte das auf jeden Fall funktionieren. Ja, was habe ich noch in meiner Sammlung? Datasette 21541-2 plus eine hier. Aus den dreien mache ich eine. Dann habe ich eigentlich jede Sorte, die ich benötige. Und die anderen beiden, die werde ich bei eBay wieder verscherbeln. Das ist zumindest so mein Plan. Ja, ich schließe das gute Schätzchen mal an und dann schauen wir mal, ob es wirklich funktioniert. So, hier wäre das Anschlusskabel. Commodore einmal aus. SD to IC stecke ich raus und die Original Floppy wäre hiermit verbunden. Ja, ich starte den Commodore.
Hier sieht man schön, sie leuchtet auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, kommt der nächste große Augenblick. Und ich versuche mal die 1541 zu starten. Ja, prima. Ich mache jetzt hier eben das Licht ein bisschen anders, damit man vielleicht das besser erkennt. Ja, ich starte mal wieder dieses berühmte Froschspiel. Ja, sogar auch mit dem Schnelllader hat das auch funktioniert. Do you need the direction? No. Wir machen mal wieder 0. Und jetzt müsste ich den Frosch hier haben, inklusive Sound. Welche Taste ich jetzt hier drücken muss, weiß ich gar nicht mehr. Ja, ja. Try again, yes. Also, natürlich erstmal wissen. Machen wir mal yes. Ah, so mit dem Joystick geht das. Ich glaube, der kann sogar hoch, der kann sogar, meine ich, sich hinstellen. Ja, komm. Jawohl. Ja, wenn das Spiel nicht Spaß macht, dann weiß ich auch nicht. Ja, lade ich mal das nächste Spiel. Prima, habe ich schnell. Das waren jetzt 71 Blocks. Also richtig schnell. Ein DOS-Manager von 1982 habe ich gerade geladen. Keine Ahnung, was ist. F1 Lord DOS. Okay, interessant. Demo 9. So, jetzt lade ich mal hier Demo 9. Das hat 82 Blocks. Und mal gucken, wie die Floppy sich jetzt hier so schlägt. Das Ganze mit dem DOS-Schnelllader. Ja, super, würde ich sagen. Ne? Ich habe hier noch eine zweite Demo-Diskette. Einfach nur mal so zum Versuch, ob die geladen wird. Aber auch die läuft erwartungsgemäß ohne Probleme. Ich werde jetzt nochmal so ein, zwei Disketten nochmal reinschmeißen. Und einfach mal gucken, wie die Floppy sich jetzt hier so, wie die Floppy sich jetzt hier so macht. Ich habe hier so eine Original Geos noch. Also mit Geos habe ich mich seinerzeit nie beschäftigt. Ich fand das irgendwie immer zu abstrakt. Ja, so würde das Menü aussehen. Loading Geos. Okay. Ja, ruckzuck ging das. Mich doch angenehm überrascht. Ich denke, das steuert man mal mit dem Joystick. Und dann hat man hier verschiedene Möglichkeiten, etwas zu tun. Prima. Dann nehme ich mal Spiele 2. Und starte den Ladevorgang. Ja, ich nehme mal einfach das Spiel mit den meisten Blocks. Es kommt ein Feel Not Found. Und dann hätten wir wohl hier eine Diskette, die nicht funktioniert.
So, jetzt lade ich mal ohne Schnelllader. Einfach nur mal so zum Testen, wie Floppy sich dann verhält. 26 Blocks. Das Spiel heißt Blackjack. Sie blinkt ein wenig. Aber hat dementsprechend geladen. Gut. Jubelt 10. Okay. Damit wären jetzt beide Floppies so auf dem gleichen Stand. Und als nächsten Schritt werde ich jetzt versuchen, beide Floppies auf 240 Volt ja umzurüsten. Und dann als letzten Schritt die Feineinstellung machen. Also die Floppy scheint ohne Probleme zu laufen. Die zickt noch ein bisschen rum. Einige Disketten werden gelesen, andere nicht. Hier sind auch noch so ein paar Kleinigkeiten, dass jetzt hier der Schnapper hier so ein bisschen hakelt. Ja, da muss ich auch immer noch mal rangehen. Und die war ja wirklich tipptopp in Ordnung. Also ich mache da noch ein paar Tests, ob der Kopf richtig justiert ist. Aber ich erwarte bei dieser Floppy hier keine großartigen Probleme. Wie gesagt, von innen war die wirklich ja noch wie neu. Und das hat man ja auch schon an den Filz gesehen. Also die Abnutzung war ja im Grunde genommen gleich null. Also ich glaube, die wurde auch nicht viel benutzt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was mich ein bisschen gewundert hat, die Floppy kam ja 1986 raus, hat aber noch ein Mainboard von 1984. Deswegen gehe ich davon mal aus, dass es wohl einer der ersten sein wird, die noch alte Hardware im neuen Gehäuse verbaut hat. Also vermute ich einfach mal. So, ein ganz kurzer Vergleich der beiden Floppy-Laufwerke. Einmal jetzt hier die braune 1541, die müsste aus dem Jahre vor 1986 sein. Und die 1541C, also die helle Variante, ab 86. Jeweils auf dem Mainboard steht jeweils das gleiche Jahr drauf. Das wäre jetzt hier auch von 1984 und bei dem anderen Floppy auch. Die Unterschiede auf dem Board, die sind natürlich nur minimal. Zum Beispiel dieser Durchmesser ist wesentlich größer als dieser. Das wird man vielleicht auf der Kamera jetzt vielleicht nicht sehen. Stecker, der hat jetzt hier eine andere Farbe, sage ich mal. Hier schwarz, der andere war braun. Ja, diese runden Bauteile, ich weiß nicht, ob das Widerstände sind, die sind wesentlich größer als diese. Ja, diese Transistoren, die sind auch kleiner geworden im Laufe der Zeit. Der wäre hier orange, der wäre hier dunkelblau. Von den Chips her wäre noch interessant. Hier sind weniger gesockelte Chips drauf, da hat man wohl auch gespart. Wenn man hier schaut, der ist gesockelt, der und der. Und hier ist eigentlich, ja, keiner gesockelt. Gut, das Laufwerk ist klar, das ist natürlich ein anderes. Einmal mit Schnapp, dann müsste ein Alp sein. Und hier Mitsumi Laufwerk und hat dementsprechend dann hier die Platine hier und die Platine vom Alps, die müsste jetzt hier unten, müsste auch noch eine kleine sein, meine ich. Hier muss ich auch nochmal checken, ob der Mitnehmer vernünftig läuft. Ja, und dann geht es eigentlich ans Justieren dran, beziehungsweise vorher einmal löten. Und das wird höchstwahrscheinlich im nächsten Video passieren. Ja, das soll es an der Stelle auch gewesen sein. Ich verabschiede mich jetzt und bedanke mich und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!